eine Szene im Film, das ist nach der Regenszeit und dann steigt natürlich der Wasserspiegel und eines Morgens wachen die Küglers auf und das Haus steht sozusagen bis zum Hals im Wasser. Und dann kommen natürlich alle Insekten, die sozusagen Zuflucht suchen, kommen dann ins Haus. Und als sie morgens aufwachten, war halt das ganze Haus besiedelt von Tausenden von Insekten. Also ich fand diese großen grünen, ich weiß jetzt nicht, was das war, halb Gottesanbeterin, halb Riesenkäfern, die war ziemlich cool. Und die Mehlwürmer haben sie auch ganz komisch angefasst. Ah, hast du die angefasst? Ja. This is very famous bitter is this, this one. 300 bitter. Hmm? 300 bitter, they have 300, 1, 2, 3. This one is male. Male have horn. But the female, this one is female. Have no horn. Das war ein Insektenparadies vor dem Set. Lauter Terrarien mit diesen Insekten. Es ist der Albtraum für jeden mit einer Insektenphobie. Ja, und ich habe wirklich gedacht, das kann er uns nicht antun. Das ist ein Zustand, der nicht gerade jedermanns Sache ist. Ich habe wirklich Angst gehabt vor diesem Dreh, weil ich Roland kenne. Ich sage, Roland geht immer an die Grenzen. Micha, hast du mal mit ihm gesprochen, ob es da irgendwas gibt, dass man auf dem Boden dann Areas freilassen kann, wie wir das machen? Wegen, ja, wir müssen die nur so setzen, dass das geht. Also du musst wegkehren. Oder man muss einfach sagen, die müssen selber ihren Weg suchen. Oder? Dann schickt er die Kinder ins Nebenzimmer und sagt, ihr macht mal da eure Position. Dann dachte ich, okay, Thomas und ich müssen jetzt durch. Das sind so lauter Sachen, wo man so zu Hause denkt, ah, ne? und man gewöhnt sich so dran. Man wird gemütlicher. Was machst du denn da? Das ist Mord! Hör auf, Mord? So, jetzt reicht's mir. Raus! Raus! Jetzt hab ich die Nase voll. Raus! Du auch! Flotti, raus! Raus, raus, raus!